Das Setting finde ich ja irgendwie gerade ziemlich cool. Aber das, was sie jetzt macht, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe, sag ich mal, so gelernt in der Kindheit. Wenn du als Kind total hysterisch irgendwo ankommst, nehmen wir mal an, irgendwas ist passiert. Die Schaukel ist umgefallen, du hast Muttis neuen Blumentopf zerschmissen oder ihr das sauteure neue Parfüm runtergerissen, geschmissen, aus Gründen. Und dann rennst du total hysterisch in die Familienrunde und sagst, das und das ist passiert. Die nehmen dich doch nicht ernst. Grundsätzlich als Kind sowieso nicht, aber wenn du dann auch noch hysterisch rumschreist. Ich verstehe ihre Reaktion in dem Sinne nicht, dass sie völlig rotzecool das eben Erlebte ignoriert, nichts weiter dazu sagt. Eigentlich jetzt den ganzen Weg von dieser Höhle bis in diesem Pub Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, was gerade passiert ist. Und eigentlich, dass sie das mit Stolz erfüllen sollte, dass sie diese Situation gemeistert hat. Man lernt und reift ja auch mit jeder Situation. Und jetzt hier wieder total hysterisch in den Pub reinkommt. Finde ich persönlich, ist ein kleiner Logikfehler. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich meine, jeder Mensch ist verschieden. Vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht. Geht es euch genauso? Geht ihr aus einer Situation raus? Denkt jetzt erstmal, nee, so smooth, alles gut. Hast alles überstanden? Und bildet sich danach erst bei euch die Hysterie so? Weil bei mir ist es genau umgedreht. Ich bin erst hysterisch und dann eigentlich, je länger es, sag ich mal, her ist, desto ruhiger werde ich. Weil wenn es bei euch anders ist, dann ist das ja quasi kein Logikfehler, sondern nur eine subjektive Empfindung meinerseits. Und sie hat ganz schön dünne Spaghetti-Ärmchen, wenn ich das mal so sagen darf. Mich hat ein Monster angegriffen! Yo. Wir sind alle so schockiert. Sei smooth, Kleine. Rauch eine. Verstehen Sie nicht? Hier ist ein Monster! Habt ihr das gehört? Ein Monster. Clint hat doch recht gehabt. Der sieht nämlich auch immer was, wenn er besoffen ist. Ich hab nicht getrunken. In Dusty Creek gibt es keine Monster. Das hat das Monster nicht davon abgehalten, mich anzufallen. Das war ein Kojote. Die sind ja ziemlich aggressiv. Ein Kojote hat keinen Fleischklumpen als Kopf. Dann war es eben ein besonders hässlicher Kojote. Halt, stopp! Ben? Ach so, Ben, der Mechaniker-Typ ist, sorry, hab ich gerade verpeilt. Ich kann das jetzt nicht nachahmen, wenn der hier so eine ganze Bar lacht, aber so Mensch, ist ja richtig gute Stimmung da drin. Und nicht langweilig. Ich find's toll, dass ihr das so ernst nehmt. Muss das Monster erst jemanden umbringen, bevor ihr mir glaubt? Wenn dein Monster hier auftaucht, dann knall ich es ab. Du kannst also ganz beruhigt ins Bett gehen und deinen Rausch ausschlafen. Ich geb's auf. Und geh nach Haus. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Rappimürrappamürrappum. Alan! Was machst du denn hier so zu später Stunde? Ich weiß, wie verrückt das klingt, aber mich hat meinen Monster angegriffen. Ein Monster? Meinen Sie ein Tier? Nein, ein richtiges Monster. Das war kein Tier. Und ich spreche Sie gerade ein bisschen zu hysterisch. Ich glaube, dadurch übersteuere ich. Ich entschuldige mich dafür. Warum glaubt mir denn niemand? Das Ding hatte keinen Kopf, da war nur ein Fleischklumpen. Verstehst du? Ein Fleischklumpen. Dann muss ich aber sagen, Hut ab, Biju, dass du mir so gut folgen konntest. Du warst ein folgsamer Hund. Biju, du bekommst das ultimative Hundehalsband aus Diamant für deine Verdienste. Ich hoffe, du kannst es tragen, wo auch immer du bist. Biju, du wirst für immer in unserem Herzen sein. Das ist doch unmöglich. Sowas könnte gar nicht leben. Ich weiß, aber so war es nun mal. Vielleicht war der Kopf nur besonders schlimm missgebildet oder das, was Sie gesehen haben, war ein massiver Tumor. Wäre das nicht möglich? Schon, aber das war noch nicht alles. Das Monster hatte ein riesiges Maul am Bauch und hatte irgendeine Säure gespuckt. Kannst du das erklären? Nein, ganz sicher nicht. Sowas
kann es nicht geben. Ich denke mir das nicht aus. Das wollte ich auch nicht sagen. Es kam ihnen nur so vor. Ihre Augen müssen ihnen einen Streich gespielt haben. Das Gute ist, wenn man die so stotternd spricht, merkt keiner, dass ich mich verlese, weil dann denkt jeder, dass das so gewollt ist. Was auch so ist. Was soll's? Geht das Telefon wieder? Leider nein. Aber der Wirt meinte, eine Meile nördlich von hier gibt es eine Tankstelle. Dort soll ja das Telefon funktionieren. Dann werde ich dort morgen mal hingehen. Es sei denn, mein Auto ist vorher fertig. Ich gehe mich hinhauen. Ach, wenn du mir nicht glaubst, bleib heute Nacht lieber im Hotel. Ich hatte auch nichts anderes vor. Ich bin eh nicht so der mutige Typ. Gute Nacht. Gute Nacht. Jo, das war unser erster Tag in Dusty Creek. So schlimm ist doch gar nicht gelaufen. Ich meine, wir haben schon einen tierischen neuen Freund gefunden, den Beju. Wieso schließt sie ihre Zimmertür nicht ab? Ich liebe Klischee-Protagonisten. Ich hab dich aufge... Was? Ich hab grad gelesen, ich hab dich aufgeweckt, aber nein. Ey, ich hab voll auf dich gewartet, ey! Mir war nicht danach. Nicht nach dem, was in jener Nacht passiert ist. Du wirst mir bestimmt nicht glauben, aber mich hat ein Monster angegriffen. Einer von denen, oder was? Nein, natürlich nicht, Mensch, Dummerle! Das ganz Offensichtliche, dass mich hier ein Teufelshund angegriffen hat. Weißt du, wenn mich hier irgendeiner von den Dorftrotteln vergewaltigt hätte, okay, das ist ja total unrealistisch. Aber weißt du, hier so ein Hund, weißt du, so ein dämonischer Riesenhund mit Fleischklumpenkopf und Säuremund am Bauch und ganz missgebildeten Pfoten, das kommt einem doch zuerst in den Gedankengang. Versteh mich doch mal, Jake! Nein, natürlich nicht. Das war ein richtiges Monster. So wie du es aus Nightmare Before Christmas kennst. Oder Undertale. Keine Ahnung, der Typ aus dem Laden sieht doch fast wie eines aus. Ich meine das ernst. Okay, ein echtes Monster. Wo ist das Scheißviech? Jo. In einer Höhle unter dem Dorf. Es ist ein Loch gefallen. Es ist ein Loch, da musst du rein. Ich feiere das gerade. Jeder, der diese Referenz versteht, High Five. Vielleicht ist es schon tot. Na dann! Du glaubst mir nicht. Ich hab noch nie eins gesehen, yo. Aber keine Ahnung, was es alles so gibt. Keine Ahnung, ob ich den Dialekt beibehalten werde. Ganz möglich ist es nicht, und das ist ja auch so ein richtiges Inzestkampf. Vielleicht war das ja Jimbo, der verlorene Sohn. Das ist nicht witzig, Jake. Ich hab Angst, okay? Die Zimmertür hält dieses Ding nicht auf. Soll ich bei dir bleiben? Ich habe natürlich überhaupt keine Hintergedanken, yo. Willst du auf dem Boden schlafen? Wie wär's mit deinem Bett? No, mon amour. Ohlala. Träum weiter. War doch nur Spaß. Ich kann aber echt bei dir bleiben. Yo. Ich komm schon klar. Du könntest ja mit in die Bar kommen. Dafür bin ich zu müde. Außerdem kann ich auf die netten Leute dort verzichten. Echt schade. Aber gut, ist deine Entscheidung. Yo. Ich bin dann wieder in der Bar, yo, wenn was ist. Nacht. Gute Nacht. Ich habe Probleme. Es ist ja doch irgendwo eine kleine emotionale Szene. Aber mit diesem Prollo-Akzent da so einigermaßen Gefühl zu kriegen, ist irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir hängen ja fast eine Stunde am ersten Tag. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube nicht, dass ich es noch rechtzeitig schaffe. Ich sag lieber Bescheid, dass ich mich verspäte. Eine Meile nördlich von hier, hat Alan gesagt. Hoffentlich funktioniert das Telefon wirklich. Yay. Das hätte ich jetzt auch zu Fuß gehen können. Da muss man dich hier nicht teleportieren. Sequenz. Ich hoffe, das wird jetzt aber nicht so ein Spiel, wo das eigentlich ein besserer, spielbarer Film ist. Moment. Hier ist ein Warnsignal. Haben die hier eine Kirche? Naja, egal. Okay, wir haben ein Signal.
Und ich hoffe, es bedeutet nicht dasselbe wie in Silent Hill. Moment, was? Ich bin doch eigentlich in die andere Richtung gegangen. Hatte ich gerade einen Blackout? Was? Ich habe das jetzt gar nicht mitgekriegt. Hilfe? Alan, was? Was? Wo bin ich? Wieso? Hä? Das verstehe ich nicht. Das ist mir eben auch passiert. Wie ist das möglich? Ich verstehe das nicht. Ja, ich auch nicht. Wir können hier nicht bleiben. Sie haben das Paar einfach aus dem Zimmer gezerrt. Welches Paar? Das aus Zimmer 3? Da war ein Paar. Ich hätte mich besser in der Stadt umsehen sollen, bevor ich die Sequenz mit Jake ausgelöst habe. Das wollte ich aber gar nicht. Und wer hat das gemacht? Die aus Dusty Creek. Die sind verrückt geworden. Ich weiß nicht, was sie mit ihnen vorhaben. Vielleicht wollen sie sogar umbringen. Wir müssen hier weg. Die bringen uns auch um. Hä? Das ist unmöglich. Sowas kann nicht passieren. Komm, hier können wir nicht bleiben. Vielleicht kommen wir irgendwo bei den Bergen raus. Kann ich bitte hier auch mal alleine laufen? Es fühlt sich an wie ein spielbarer Film, wo man gegen Monster kämpft. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Ich will noch nicht zu viel irgendwie was schlecht reden, was noch gar nicht da ist, aber aktuell fühlt es sich ein bisschen so an. Na, ich hoffe, das wird dann noch besser, wenn Rätsel kommen oder so. Die Häuser müssen mal früher zu Dusty Creek gehört haben. Ich schaue mich mal in diesem Haus um. Pass auf, dass niemand kommt. Cool. Nein, ich kann immer noch nichts machen. Alan? Was? Ach so, ja, ich pass auf. Geh ruhig. Ganz im Ernst, auf den würde ich mich keine 2 Sekunden verlassen. Ich kann immer noch nichts machen. Hier ist nichts, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Echt jetzt? Und Alan ist verschwunden. Alan? Ich wusste es. Traue niemanden, der Alan heißt. Wo ist er hingegangen? Neuer Eintrag. Der Eintrag heißt jetzt aber nicht Alan finden, oder? Ob es noch einen anderen Ausgang gibt? Und was ist mit Alan? Und die Nachricht aus der Höhle. Auch wenn sie gerade sagte, hier ist nichts, würde ich mich gerne selbst davon überzeugen. Ich hasse es, wenn mir ein Spiel vorgibt, wo etwas zu finden ist oder nicht. Ich möchte das selbst herausfinden. Und vor allem möchte ich erstmal speichern. Hallo, penisförmiger Kaktus. Okay, hier ist eine Leiter, hier kann ich hochklettern und ich finde es schön, dass sie eine Animation hat. Gut, aber das kann man sagen, was man will. Jedes Kelvin-Spiel hat so seine Liebe zum Detail, zumindest was Animationen angeht. Was diese Animationen im Endeffekt aussagen, sei ja dahingestellt. Zum Beispiel, wie war das bei Urban City? Urban. Wie Bourbon, nur ohne B. Wo er es ja sehr gut verstanden hat, diverse weibliche Nebencharaktere in eventuellen Game Overs regelrecht auszuziehen. Und das Ganze in Pixelgrafik. Gut, das ist dann wiederum eine andere Geschichte. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht diejenigen gespoilert, die Urban Nightmare noch nicht kennen. Nightmare? Meine Güte, was rede ich hier überhaupt? Es ist diese Stadt, es ist Dusty Creek. Die Tür ist abgeschlossen. Sandra war mal wieder sehr verdrossen, doch die Tür blieb fest verschlossen. Ein Brett benutzen. Ich nehme ein Brett hoch, ich tue es irgendwo hin und laufe dann rüber. Während du ein Brett trägst, kannst du das Menü nicht aufrufen. Außerdem kannst du auch keine Gegenstände schieben. Ich habe das Gefühl, man sagt mir das aus einem ganz bestimmten Grund, weil später dann auch Bossmonster auftauchen werden und ich so ein Mist hier machen muss. Warum ist da überhaupt so ein Pfeil? Was will der mir sagen? Ach so, ich gehe jetzt hier quasi... Nee, das geht ja gar nicht. Also tue ich das Brett hierher. Moment, ich tue das Brett hierher. Wo tue ich das Brett hin? Kann ich hier? Nee, das Dach würde mir ja überhaupt nichts bringen. Das würde mir nur hier oben was bringen. Moment, kann ich das hier herstellen? Danach gehe ich hier nach oben. Ich bin ja nämlich ein gewitztes Mondilein. Und dann nehme ich das Brett hier auf...
Und wow, ich habe das hier. Und dann tue ich das hier einfach mal hier rüber. Ohne Animation. Und dann klettere ich hier nach unten. Und die Tür ist immer noch abgeschlossen. Aber dann kann ich jetzt hier bestimmt saugut Dinge tun, die ich da oben nicht tun konnte. Und wahrscheinlich hier in irgendeinen Schacht kriechen. Eine Öllampe. Es ist noch etwas Öl da. Warte mal, wie eine Öllampe? Dann nimm doch die Lampe mit, dann wird es ja vielleicht ein bisschen heller. Ich habe nichts. Okay, bräuchte ich hier etwas, um hier etwas zu tun? Habe ich es versäumt, etwas einzusammeln? Das täte mir leid. Aber wieso konnte ich dann die Lampe nicht mitnehmen? Und was zur Hölle ist mit diesem... Da ist eine Tür! Das soll mir der Pfeil sagen. Und die Tür ist abgeschlossen. Gut, allzu viel habe ich ja nicht verpasst. Hier kann ich auch nichts mitnehmen. Nun gut, kann ich hier Bretter einsammeln. Irgendwelches Geröll, ein Rad. Warum man das auch immer einsammeln wollen würde. Ah, hier ist Blinkezeug. Streichhölzer erhalten. Etwas anzünden. Achso, das soll ein Lagerfeuer sein. Ich wollte gerade sagen. Man setze Sandra einen lustigen Hut auf, nehme die Streichhölzer, zünde ihn an und dann singen wir das schiffhäuliche Lied von Paulinchen. Und Mienz und Maunsch, die Katzen, sie drohen mit den Tatzen. Nee, Moment. Ich weiß gerade nicht, wie es richtig ging. Mienz und Maunsch, die Katzen, sie drohen mit den Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. Aber auf jeden Fall Tatzen, was sich auf Katzen reimt und Pfoten und verboten. Ja, irgendwie so war das. Jetzt machen wir es mal. Spinnen! Ich hasse Spinnen. Blöde Spinnen. Aber das ist ja schon ein ganz schönes Netz, du, wenn du dir das anguckst. Ich glaube nicht, dass da noch Mutteroberin Spinne einfach so flieht, wenn da so ein Netz drinne sitzt. Die wird das doch verteidigen. Und jetzt können wir ja endlich hier die Öllampe abholen, die wir erst anzünden müssen, bevor wir sie mitnehmen. Nun gut, es macht das Spiel um einiges einfacher. Hat zwar ein bisschen Wimmelbildcharakter, weil man da auch immer ein bisschen backtracken muss, aber auf dieser kleinen Map von Backtracken zu reden, ist ja schon ein bisschen übertrieben. Sehe ich auch ein. Cool, und zumindest können wir jetzt die Monster anleuchten, die uns über den Weg laufen. Wie jetzt? Ich kann die nicht mal mitnehmen? Das heißt, ich finde doch dann hier awesome stuff, oder? Was sollte mir das dann jetzt hier bringen? Ist ja irgendeine Inschrift auf der Tür? Leuchtet jetzt was von außen? Was hat uns jetzt genau gebracht? Ja klar, da brennt jetzt was. Was, hä? Bin ich gerade zu blöd, um das zu checken? Ich smashe hier Enter, aber es passiert nichts. Toll. Ich habe eine Lampe angezündet, die ich nicht mitnehmen kann. Hooray! Das hat halt immer so ein bisschen negativen Beigeschmack. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so sein sollte. Moment, bei der einen Palme links, seht ihr das? Da hängt irgendwas im Zipfel. Wer jetzt bei Zipfel an was anderes gedacht hat, schämt euch. In Wirklichkeit habe ich an das Gleiche gedacht, das kann ich aber nicht offen zugeben. So, Tür ist abgeschlossen, immer noch. Nun gut, kann ich hier noch irgendwas anderes? Ne, hier habe ich das Brett hergeholt. Nun gut, ich habe mich damit abgefunden, dass meine Meerschweinchen mich heute trollen wollen. Okay. Wird Zeit, dass die ihren eigenen Kanal kriegen. Ich war noch nicht in diesem Häusli hier drin. Echt jetzt? Ich weiß, dass ich keinen Orientierungssinn habe, aber dass ich so schlecht bin? Oder ist jetzt die Tür mysteriöserweise aufgegangen? Ein Foto. Vater. Mutter. Bruce. Das ist doch dieser Ben anscheinend mit seiner Familie. Er fing auch mit B an, immerhin. Auf der Rückseite steht 1912. Da hat sich wohl jemand vertan. Dann wären die aber schon ganz schön lange auf der Welt. Ich hasse das, wenn diese Musik so einen Ausreißer hat. Das ist creepy. Kann ich das hier irgendwie? Auf dem Boden und den Brettern befindet sich eine ölige Flüssigkeit. Komm, Edna, lass uns den Mond anzünden. Oder Sandra in dem Fall. Das müsste jetzt aber rein der Logik halber die ganze Holzhütte mit abreißen und nicht nur dieses kleine Stück da. Wir haben einen sehr gut
dich weiten zu dieser Holzhütte. Okay, wir haben hier noch ein Buch. Ein Tagebuch. Ganz schön alt, aus dem 19. Jahrhundert. Hier ist der letzte Eintrag. 15.06.1875. Heute hat es wieder Probleme in der Mine gegeben. Diese faulen Schweine wollten nicht arbeiten, weil der Stollen angeblich zu unsicher ist. So ein Humbug. Für den Einsturz damals war einer von denen verantwortlich. Dumm wie Stroh, diese Mexikaner. Gott sei Dank verschwinden die jeden Abend wieder. Ich sag dir, beim nächsten Neumond werden ein paar von den Bastarden bezahlen. Wie nett, ein Rassist. Aber was meint er mit dem Neumond? Oh Gott. Wir sind da nicht reingefallen? Mist, der Schlüssel ist heruntergefallen. Ah ja, und jetzt weiter? Ich dachte jetzt eigentlich, wir springen todesmutig hinterher, aber offenbar nicht. Kann ich dann jetzt endlich die Lampe mitnehmen? Ah, Moment. Ist ja jetzt vielleicht hier hingefallen? Ah! Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt Sinn macht von der Aufteilung her, aber wir akzeptieren das jetzt mal. Cool, die Tür ist immer noch abgeschlossen. Er ist uns hier drüben runtergefallen. Na gut, ich will jetzt aber auch nicht pinglicher sein als der Papst, das ist ja ein bisschen... Man kann ja auch übertreiben, ne? Nun, ich war nicht. Und jetzt kann ich hier hoffentlich endlich gehen. Juhu, der Eisenschlüssel passt. Der Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Woher weißt du das? Vielleicht müssen wir hinter uns wieder abschließen. Da ist ein Nest. Oh, hallo. Bist du verrückt geworden? Warum macht ihr das? Wir haben euch nichts getan. Der hat keinen Arm mehr, sehe ich gerade. Lauf! Es ist... Ach so. Moment, warte mal. Der Wirt hat nur einen Arm. Das sehe ich erst jetzt. Tut mir leid. Sorry. Hätte ich vielleicht früher bemerken sollen. Aber auf der Map in dem Hotel ist es mir nicht wirklich aufgefallen. Nun gut, und der total gelangweilte Wirt sagt... Lauf! Es ist langweilig, auf jemanden zu schießen, der stillsteht. Und jetzt? Oh Gottes Willen, was soll ich denn jetzt hier machen? Ah, ich verstehe. Ey! Blöder Kerl! Verstehe. Ey! Ey! Halt! Was? Wieso wird denn der immer schneller? Kann ich rennen irgendwie? Komm, komm, komm! Komm! Was so... Was so... Was... Ja! Was zum... jetzt reiß dich mal am Riemen hier! Oh, das ging schneller als... hofft. Yay! Gut, nur das hätten wir jetzt auch geschafft.